Willkommen zurück, liebe Clubfreunde, auf CEF TV. St. Pauli, der Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga, eine Nummer zu groß für den ersten FC Nürnberg. 2:0 am Ende haben die Hamburger das Spiel für sich entschieden und sind mit den Punkten nach Hause gefahren. Und der Club steht wieder mal mit leeren Händen, beziehungsweise ja, mit nichts da. Und das Fußballspiel, wenn man es denn so bezeichnen kann, von Nürnberger Seite, war nicht wirklich schön anzuschauen. Und warum das so war, da quatschen wir drüber mit Martin Driller und Chris Biechele, meine zwei CF-Experten. Und der Clubtalk wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Kulmbacher Edelherb, denn Edelherb verbindet. Servus Martin, servus Chris. Hallo, servus. Servus, grüß dich. Schön, dass ihr beide wieder Zeit gefunden habt, über den ersten FC Nürnberg zu quatschen. Martin, der Club gegen deinen Ex-Verein oder einen deiner Ex-Vereine, den FC St. Pauli. Ja, kann man sagen, chancenlos. Wie hast du den Club gesehen? Ja, genau so ist es. Es war chancenlos. War ein bisschen vergleichbar mit Magdeburg, nur mit drei völlig unterschiedlichen Mannschaften. Ja, der Club ist eigentlich beim Leistungsstandard geblieben, konnte gegen Magdeburg, gegen eine Mannschaft, die auch sehr spielerisch ist, die aber wesentlich schwächer ist als St. Pauli, dort den ein oder anderen Konter fahren. Aber gegen St. Pauli, die das wirklich total abgezockt, richtig runtergespielt haben, sehr ballsicher sind, waren wir chancenlos und da hat man dann halt gesehen, wo das Leistungsniveau doch steht. Chris, beim Hinspiel hat der erste FC Nürnberg oder ist der erste FC Nürnberg ins offene Messer gelaufen. Da hat der Trainer Christian Fjeld sich was Neues einfallen lassen und gesagt, okay, erstmal aus einer sicheren Defensive raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr ist, glaube ich, bekannt, dass ich auf den Trainer stehe und dass ich absolut einverstanden bin mit vielen, vielen Dingen, die Christian Fjeld macht. Aber es war doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis St. Pauli das erste Tor macht oder nicht. Ja, dieses Gefühl hatte ich im Stadion auch. Diese Führung lag irgendwie in der Luft, weil waren so viele Aktionen, auch wenn der Club, sagen wir mal, in der Box das ordentlich verteidigt hat zunächst und lange sehr aufmerksam war und immer nochmal einen Fuß dazwischen gekriegt hat oder ja, den Ball im letzten Moment nochmal geblockt hat. Aber man hat, so war es mein Empfinden auf der Tribüne, irgendwann geht einer rein, die Dominanz war so erdrückend, du hast dich überhaupt nicht mehr befreien oder entlasten können, also das hat sich abgezeichnet. Ich meine, dass St. Pauli der Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga ist, dass die Jungs Fußball spielen können und dass die nicht leicht zu knacken sind. Das war im Vorfeld bekannt, aber Schalke 04 hat ja auch gezeigt, dass es funktioniert. Und auch Magdeburg hat ja gegen St. Pauli gewonnen. Was haben die anders gemacht als der erste FC Nürnberg? Ja, ich denke, dass man das ganz klar gesehen hat, dass Magdeburg und St. Pauli haben ja eigentlich einen gleichen Ansatz vom Spielen her, sie wollen Ballbesitz, sie wollen den Ball laufen lassen, sie wollen Chancen haben, aber dann ist natürlich die Qualität in der Mannschaft eine ganz andere. Wenn ich dann sehe, dass der Club mit dieser gleichen Einstellung zum Spiel in Magdeburg dort dann aber die Möglichkeit hat, mit 2-3 Kontern Magdeburg so zu verunsichern und diese 2 Abseitstore zu machen und auf einmal hat Magdeburg gemerkt, ui, wir können nicht da vorne nur Feuer machen, nur Gas geben und nach vorne spielen, dann kriegen wir hinten einen rein, so wie es dann auch passiert ist. Und bei St. Pauli war es natürlich eine ganz andere Hausnummer. Die haben nicht einen Angriff zugelassen, der wirklich gefährlich war vom Club. Und da muss man sagen, das sind einfach dann Leistungsunterschiede, die man hat. Wie gesagt, Magdeburg, St. Pauli, gleicher Spielansatz, aber von der Qualität her nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ja, dass St. Pauli jetzt auch mal so einen Hänger zwischendurch hatte mit den Spielen gegen Magdeburg und Schalke, denke ich, muss man denen auch zugestehen. Aber was die hier im Stadion abgeliefert haben, das ist absolut Top-Qualität gewesen von der zweiten Bundesliga. Und sie werden auch zu Recht und verdienterweise aufsteigen. Zu St. Pauli braucht man nicht mehr so viel sagen. Also die dominieren auf jeden Fall die Liga und werden, ja, wie man jetzt so rechnet, noch
5 Siege, dann sind sie durch, natürlich mit dem Sieg gegen den ersten FC Nürnberg. Wo geht denn die Reise vom ersten FC Nürnberg hin? Mittlerweile ist es ja wirklich so, nichts gegen St. Pauli, aber es waren mal Zeiten, wo große Vereine, wo man gesagt hat, wenn die nach Nürnberg kommen, da hat der Club nichts zu reisen. Aber jetzt ist St. Pauli auch schon so weit und ist ja noch gar nicht so lange her, wo St. Pauli auch eine ganz, ganz schwere Zeit hatte und auch nicht so aufgetrumpft hat wie im Moment. Und scheinbar ist mit unserem Ex-Sportvorstand oder einem unserer Ex-Sportvorstände Andreas Bornemann der richtige Mann da am Ruder bei St. Pauli in Hamburg und der macht da einen richtig guten Job, oder? Ja, es läuft sehr gut bei St. Pauli, wie gesagt. Das ist ja etwas, wo vor anderthalb Jahren keiner darüber nachgedacht hat bei St. Pauli. Da hätte es auch in die andere Richtung gehen können. Aber sie haben die Kurve bekommen und das machen sie sehr gut. Aber nochmal, wir müssen immer sehen, wir haben ja in den letzten Wochen auch darüber gesprochen, welches Leistungsstandard haben wir oder hier in Nürnberg, dass wir einfach da nicht sind, ja, oder in den letzten Jahren nicht auf diesem Level sind, oben anzugreifen. Das müssen wir irgendwann mal einsehen. Ja, und das ist nun mal so. Und wie gesagt, ich akzeptiere das und bin deshalb ja immer noch mit dieser Saison zufrieden, obwohl ich ja in den Kommentaren oft lesen kann, dass ich das zu positiv sehe. Ich finde, dass sie das wirklich sehr, sehr gut machen mit diesem Leistungsstandard, den diese Mannschaft hat. Wir werden im Sommer nochmal wieder einen Umbruch haben und ich hoffe, dass wir die gleiche Leistung nächstes Jahr wieder abliefern können, dass wir in dieser Saison noch ein paar Punkte holen und dass das in Ordnung ist. Wir müssen jetzt schon schauen, dass wir für nächstes Jahr ein paar Spieler dazu bekommen, ein paar Nachwuchsspieler. Wenn ich Finn Jeltsche, das ist eine Sensation, was der da hinten drin im Moment spielt. Ich hoffe, dass wir den über den Sommer hinaus halten können, auch wenn er einen Vertrag gerade unterschrieben hat. Auch das wird ein Problem, wenn der weiter so in der zweiten Liga auftrumpft, wird das ein Problem, den im Sommer zu halten. Martin, ohne dem jungen Mann zu nahe zu treten wollen, aber Finn Jeltsch war am zweiten Gegentreffer maßgeblich beteiligt, oder? Naja, das sehe ich jetzt zwar anders, aber wie gesagt, wenn man sieht, wie er in Magdeburg und gegen St. Pauli spielt, er ist mit 17 der absolute Chef in der Abwehr und dem kann keiner das Wasser reichen. Selbst ein Horn richtet sich an Jeltsch. Das ist für mich wirklich eine Sensation, was er spielt. Und dass er mit 17 halt noch den ein oder anderen Fehler machen wird, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber seine ruhige Art, wie er da hinten rausspielt, er hat Tempo, er hat Körper, er hat Einsatz. Ich finde, dass er das sehr, sehr gut macht. Und ja, wie gesagt, noch ein Thema, glaube für den Sommer, auch wenn er gerade einen Vertrag neu unterschrieben hat. Ich hoffe, dass er bleibt und dass man um ihn herum eine Abwehr aufbaut und dass er das Gefühl hat, dass er sich hier auch weiterentwickeln kann in Nürnberg. Chris, bist du bei Martin? Ja, also würde ich alles eins zu eins unterschreiben. Also Einzige, wo ich vielleicht nicht ganz bei Martin bin, ich glaube, man muss keine Sorgen haben, dass der im Sommer weggeht, also der Clubfan, weil das einfach, der ist jetzt ein paar Spiele da, auch wenn er sensationell macht und auch, ich denke mal, so abgeklärt, wie der Fußball spielt, wenn man sich kurz mit ihm unterhält, so klar ist er in der Birne auch, was so das Ganze drumherum und seine Karriere anbelangt. Und dass der jetzt, woanders jetzt hingeht, hier hat er Fuß gefasst, hier ist er, wie es der Martin sagt, ist jetzt wirklich eine Nummer. Und für den, der weiß auch selber, dass es wichtig ist, dass er weiter komplett durchspielt. Und wenn er auf diesem Niveau, wenn er das noch steigert, einen Tick, ja, dann werden wir uns im übernächsten Sommer mit Sicherheit über das Thema unterhalten müssen, kann der Club den noch halten. Aber ich denke mal, in dem Sommer ist noch verfrüht. Ansonsten bin ich absolut bei Martin. Das war, ich meine, er war sogar, würde ich sagen, auch beim ersten, er hängt da schon ein Stück weit mit drin. Aber das Auftreten von ihm, also wenn jetzt einer kommen würde und hätte keine Ahnung, wer jetzt irgendwie wie alt ist und wer wie viele Spiele hat, der würde nicht auf die Idee kommen, dass da in der Abwehr, wenn er auf der Tribüne sitzt, dass es ein 17-Jähriger ist, der, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Zweitligaspiele gemacht hat. Also ja, wir hatten uns ja schon öfter mal auch schon im Vorfeld unterhalten, schon vor ein paar Wochen, wo ich mal gesagt habe, wo wir uns ja einig waren, da ist das nächste Riesentalent da. Da hat er noch gar nicht richtig gespielt beim Club oder in der ersten Mannschaft. Also das, so wie er es macht, überrascht mich auch. Also so abgezockt, aber andererseits
war es auch ein Stück weit, habe ich gedacht, ja, der könnte das so packen. Ihr wisst, ich lese immer so ein bisschen in den sozialen Medien, um mich natürlich auch zu informieren, wie die Fans das Ganze sehen. Natürlich bekommt man es auch im Stadion mit. Goller hat nicht viele Fans in Nürnberg. Zu Recht, Martin? Weiß nicht, ich finde, er macht das eigentlich relativ gut. Woran er halt unwahrscheinlich arbeiten muss, ist am Zug zum Tor. Er muss einfach da mehr Zug zum Tor entwickeln und auch den Abschluss suchen. Und das ist, glaube ich, im Moment sein großes Manko. Und wenn man natürlich mit diesem Tempo, was er hat, Richtung Tor geht und dann kommt im Moment einfach zu wenig dabei raus, ist es für den Fan natürlich frustrierend, weil das immer nach sehr guten Chancen aussieht. Aber wie gesagt, er schafft es noch nicht, diese Angriffe zu finalisieren. Und das ist halt im Moment seine Schwäche. Aber man muss natürlich sagen, trotzdem bringt er sehr viel Tempo, sehr viel Einsatz mit. Ja, mein Gott, wenn er die auch noch alle reinmachen würde, würde er sehr wahrscheinlich nicht beim Club spielen. Viele Chancen des ersten FC Nürnberg hat man gegen St. Pauli nicht gesehen. Umso wichtiger wäre es dann natürlich, wenn dann mal eine Chance hat und man vorne mal durchkommt, dass man das Ding dann auch versenkt. War jetzt am Wochenende gegen St. Pauli nicht der Fall. Ich möchte mich mit euch ein bisschen drüber unterhalten bezüglich Andreas Bornemann, haben wir ja gerade schon gehabt. St. Pauli, wie gesagt, einer deiner Ex-Vereine, Martin, bist natürlich auch weit weg, aber du verfolgst ja die erste und zweite Fußball-Bundesliga und natürlich auch den Club. Und bei St. Pauli fällt auf, ich habe da mal so ein bisschen nachgelesen, ein bisschen geschaut, ein Erwein, ein Hartl, Wahl, Metz ausgeliehen, dann für kleines Geld verpflichtet. Erwein, Hartl und Wahl ablösefrei zu St. Pauli gewechselt. Saad aus Norderstedt geholt, kleines Geld, tunesischer Nationalspieler mittlerweile. Smith, einer der wichtigsten Spieler, erst ausgeliehen, dann für 600.000 Euro gekauft. Das macht Andreas Bornemann anders als in Nürnberg. Ich erinnere mich, dass da immer so ein bisschen auch die Kritik von deiner Seite kam damals, dass der Club eigentlich Spieler benötigt hat, zumindest eurer Meinung nach, aber Bornemann letztendlich auf dem Transfermarkt nicht zugeschlagen hat. Auf St. Pauli hat er ganz schön was verändert und auch sehr, sehr viele Spieler ablösefrei geholt und eine richtig gute Truppe zusammengestellt. Oder wie siehst du das? Ja, ich denke, das muss man das dem Scouting, glaube ich, zuhalten. Ich denke, wenn man diese Spieler findet, es ist ja auch, wenn man sieht, wie viele Nationalspieler St. Pauli hat und wie viele Nationalspieler wir haben, sagt ja schon etwas. Wir haben mit Erwin einen absoluten Leader im australischen Team. Das sind natürlich Persönlichkeiten, die wir ja gar nicht haben in unserer Truppe. Ja, wir müssen ja auch mal sehen, was für Qualität haben wir im Kader und was für Qualität ist dort. Und dass sich das St. Pauli einfach über Jahre jetzt aufgebaut hat und trotzdem vor anderthalb Jahren ein wahnsinniges Tief hatte, muss man natürlich auch sagen, sie haben sich da rausgekämpft und hatten halt im Scouting und in der Verpflichtung von den Spielern, die sie geholt haben, für kleines Geld oder die sie erst ausgeliehen haben oder irgendwo gefunden haben auf dieser Welt, wesentlich mehr Glück gehabt als wir. Lass uns noch mal ein bisschen die Parallele rüberziehen nach Hamburg. Der Verwaltungsapparat von St. Pauli auch um einiges kleiner als beim ersten FC Nürnberg, also demzufolge auch viel kleinere Kosten als beim Club. Ist das auch eins der Erfolgsgeheimnisse, die St. Pauli hat? Weniger Leute, die entscheiden, ein kleinerer Kostenapparat und natürlich auch kürzere Entscheidungswege? Das weiß ich nicht, ob da kürzere Wege sind oder weniger Entscheidungskraft oder weniger Leute, die irgendwas entscheiden müssen. Ich denke, die werden auch einen Sportvorstand haben, die werden Sportdirektor haben. So, das sind ja immer die gleichen Leute. Dass wir vielleicht hinten dran 10 andere in der Geschäftsstelle arbeiten haben oder 20 oder 30 und dort nur 10, das ist wieder was anderes. Aber ich glaube, die Entscheidung, was Sportliches betrifft, die treffen immer diese 3, 4, 5 Leute in einem Verein. Und ich glaube, das ist in jedem Verein der Welt gleich, dass das auf 4, 5 Leute verteilt ist. Das werden nicht mehr sein in keinem anderen Verein. Chris, ist der FC St. Pauli so, könnte das ein Vorbild für den ersten FC Nürnberg sein, wie man es, wenn man jetzt diese Transfers zum Ende der Saison eingetütet hat? Man hört ja jetzt von Usun mit Frankfurt wäre jetzt ja auch fix und Brown und ja, welche Spieler auch immer gehen. Wir haben das jetzt mehrfach diskutiert. Der erste FC Nürnberg wird viel Geld bekommen. Wäre das mal so ein bisschen was, wo man
rüberschauen kann nach Hamburg und sagen, okay, wir versuchen mal ein bisschen das Modell zu kopieren und auch so Step by Step den Club in bessere Fahrwasser zu bringen, als wir uns befinden? Also ich würde sagen, es gibt kein Modell St. Pauli, was der Club kopieren kann. Wie gesagt, Andreas Bornemann hat halt mit einigen Entscheidungen richtig gelegen. Und ist ja der, das muss man sagen, St. Pauli ist für mich der beste Beweis dafür, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Weil wenn du die Einzelspieler siehst, also so herausragend sind, gut, ein Irvine ist jetzt wahnsinnig dominant, aber die Mannschaft, wenn du die Einzelspieler nimmst, ich würde wagen zu behaupten, dass die reine individuelle Qualität in Hamburg bei Hertha mit Abstrichen vielleicht auf Schalke höher ist. Aber die man muss sehen, wo St. Pauli herkommt. Die hatten den Timo Schulz, haben dominiert, waren Herbstmeister, auf einmal ging gar nichts mehr. Sie haben ja dann in der Rückrunde fast sehr viel verloren, ähnlich wie es jetzt Fürth geht. Plus, also selber dagegen gar für ein Spitzenteam waren die, glaube ich, die zweite oder drittschlechteste Rückrundenmannschaft, haben diesen vermeintlichen sicheren Aufstieg, weil alle haben gesagt, ihr seid durch, hat St. Pauli dann noch verspielt oder ist in eine Krise gerutscht. Dann ist Timo Schulz, ging es in dem Takt weiter und dann war ja St. Pauli in der Hinrunde ja auch sogar hinter dem Club und war ein Abstiegskandidat. Und dann hat Andreas Bornemann die Entscheidung getroffen, den einen Unbekannten oder den Co-Trainer mit 28 Jahren zum Cheftrainer zu machen. Und die Entscheidung ging halt super auf. Und seitdem hat aus dieser Mannschaft auf einmal, die vorher erstmal gut war, dann ist er in der Delle gefallen, der hat den Spielstil verändert, hat eine klare Linie vorgegeben und deswegen die sind halt ein Stück weit auch eingespielt, haben jetzt das Selbstvertrauen und deswegen sind die so gut. Aber ich wüsste jetzt nicht, was der Club da direkt kopieren kann. Außer dass man sagt, ja, man muss halt gute Transfers finden. Ich glaube, den Saad hätte der Club auch haben können. Und der Saad, wenn man jetzt vergleicht am Samstag, der war ja auch sehr auffällig. Aber auch er hat, weil wir gerade gesagt haben über Goller, auch der hat so ein bisschen am Samstag, fand ich, auch wenn das toll ausgesehen hat bei Saad, so ein bisschen das Goller-Syndrom gehabt. Auch der hat viele Angriffe, der ist oft hinter die Abwehr mal gekommen, da kam dann der letzte Ball nicht. Auch der hat die Angriffe nicht komplett zu Ende gespielt. Also ich sage, das ist, wie es der Martin gesagt hat, ein Goller, der zum Beispiel das Tempo, was er mitbringt, die Löcher, die er reißt, wenn er da jedes Mal noch mehr Tore macht, dann ist er nicht mehr beim Club. Und das muss er natürlich lernen. Aber ich finde auch, Goller, das kann man die beiden Spieler kann man ein Stück weit schon vergleichen. Also ich weiß, wie gesagt, Modell St. Pauli, ja, die haben ein paar richtig gute Entscheidungen getroffen. Und haben auch anscheinend die richtigen Charakteren getroffen. Das ist auch immer ein Stück weit, muss man auch sagen, ein Stück weit hängt auch ein Glücksfall. Aber ja, ich würde sagen, nee, kannst also eigentlich dir da nichts in dem Sinn abschauen, weil du könntest jetzt nur sagen, naja, Hacking und Rebbe können sich abschauen, immer die richtigen Leute zu holen. Aber das ist, ja, das ist. Deswegen gibt es für mich jetzt kein Modell St. Pauli. Und mein Bornemann hat so gesagt, wir haben ihn kritisiert. Ich fand ihn ja in Nürnberg auch immer richtig gut. Ich habe das einzige Mal, was ich nicht verstanden habe damals, war in dieser Winterpause nach dem Aufstieg, wo die Mannschaft, meiner Meinung nach, mit der Mannschaft, wenn du in der Bundesliga geblieben wärst, das wäre wirklich eine Riesenleistung gewesen, hat der Club ja auch ganz bewusst gemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen finanziell gesunden, wir gehen nicht ganz groß in die Investitionen rein. Und damals waren ja die Großen, die geschwächelt haben, extrem, Stuttgart ganz schlecht, Schalke schlecht. Und da hätten wir vielleicht die Chance schon packen können, weil damals hätte der Mannschaft ein Sechser noch richtig gut getan. Und er hat Andreas Bornemann ja auch probiert und hat dann aber nur gesagt, muss man aber dann auch sagen, okay,
er hat alle Sachen auf dem Tisch und er hat gesagt, er macht keine populistische Entscheidung. Alles das, was der Club machen kann, bringt den Club nicht weiter und dann lässt er die Hände davon. Ich habe halt immer gedacht, okay, du wirst ja irgendwo mal einen Sechser herkriegen, eventuell, den du ausleihst für ein halbes Jahr, der den Club vielleicht doch einen Tick hilft. Das war das Einzige. Ansonsten fand ich, hat er in Nürnberg einen tollen Job gemacht. Also sprich, der hat den Club übernommen, der hat den Club vor der Insolvenz bewahrt mit seinen Transfers und ist in die Bundesliga mit ihm aufgestiegen. Also, und war am Ende dann auch sehr konsequent, was Kölner anbelangt. Also der hat einen tollen Job gemacht und den setzt er auf St. Pauli jetzt auch fort. Man hat aber auch so das Gefühl, um bei St. Pauli zu bleiben, dass da seit Bornemann so eine Art Aufbruchstimmung entstanden ist. Man hat ein eigenes Stadion, ich glaube 30.000 Zuschauer Fassungsvermögen, also ähnlich wie in Nürnberg die Zuschauerzahlen sind bei den Heimspielen. Im Max-Morlock-Stadion denke ich so im Schnitt um die 30.000. Also da heben sie sich mehr oder weniger, geben sie sich die Türklinke in die Hand. Da sind sie relativ gleich, aber so sponsorenmäßig, viele große Sponsoren mittlerweile auch auf St. Pauli, die das Ganze unterstützen. Also wie gesagt, so eine Art Aufbruchstimmung, die da entstanden ist. Ist es das, was in Nürnberg so ein bisschen fehlt, diese Aufbruchstimmung, dass die Partner und Sponsoren da so ein bisschen mehr mit reinspringen? Ich meine, wir haben einen guten Trainer, der einen guten Job macht und der die Fans, zumindest einen Großteil der Fans und die Mannschaft da mitreißt und auch anscheinend, wie man hört, den ganzen Verein mitreißt und tolle Spieler, auch wenn die großen oder die wichtigen Spieler den Verein jetzt ja schon wieder verlassen, aber ihr sagt es ja selbst, auch vom NLZ kommen immer wieder neue Spieler hinterher. Also Aufbruchstimmung könnte doch in Nürnberg auch mal so langsam entstehen, denn irgendwas muss doch passieren, wenn man irgendwann mal einen Weg wie St. Pauli gehen will oder wie auch immer in der Tabelle nach oben rutschen will und nicht im Niemandsland der zweiten Fußball-Bundesliga verenden will. Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen anders sehen. Man muss immer überlegen, wir haben ja ungefähr das gleiche Konstellation wie in Hamburg. In Hamburg ist aber nun mal der HSV der eigentlich größere Verein und St. Pauli der Underdog und der eigentlich im Herzen der St. Paulianer sind, der wirklich ein Stadtteil ist. Hier haben wir ja eigentlich den ersten FC Nürnberg und den Verein aus der Weststadt. Und das ist natürlich dann etwas anders. Da ist ja der erste FC Nürnberg der größere Verein und Fürth ist eigentlich immer der Herausforderer. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren hier auch so ein bisschen verändert, dadurch, dass die Fürther natürlich sportlich oftmals an uns vorbeirasen in der zweiten Liga. Ich hoffe natürlich, dass wir sie diese Saison vielleicht noch einholen können. Das wäre wenigstens sportlich schon mal wieder was. Und natürlich, ich glaube, dass der Verein einfach jetzt irgendwas Sportliches braucht. Zum Beispiel, wenn wir im Pokal weitergekommen wären. Wenn sowas dazugekommen wäre. Jetzt, wenn man sieht, dass Kaiserslautern jetzt die Chance hat, da so weit zu kommen. Und wir haben das Spiel in Kaiserslautern eigentlich verloren, was wir hätten nicht verlieren brauchen. Ne? Und so ein Event hätte jetzt zum Beispiel irgendwas so eine Aufbruchstimmung sein. Du hast schon recht. Aber ich denke, der Club hat eine große Tradition und es wird immer Sponsoren geben, die diesen Verein fördern werden. Aber natürlich muss der Verein jetzt einfach daran arbeiten. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr Glück haben im Scouting, dass wir da besondere Spieler haben, aus dem NLZ noch 2-3 hochziehen. Vielleicht holen wir irgendjemanden noch mit einer Persönlichkeit, der sehr gut zum Club passt, der sofort funktioniert. Es gibt ganz viele kleine Dinge, die einen Anstoß geben können. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Irgendwann kommt der Funke und dann funktioniert so etwas. Und dann kriegt die Mannschaft auf einmal auch einen Lauf. Und dann ist das wie so ein Korkenzieher, der dann nach oben geht. Bei uns ist in den letzten Jahren meistens immer nach unten gegangen. Jetzt sollte er vielleicht irgendwann mal irgendwie so eine kleine Explosion geben, dass es nach oben geht. Aber da werden wir noch ein bisschen brauchen. Und ich hoffe natürlich, dass wir nach dieser Saison, die hoffentlich weiterhin so positiv bleibt, dass wir da in der nächsten Saison ein bisschen anknüpfen können und wieder gleichbleibende Leistungen bringen, vernünftigen Fußball spielen und einfach Spaß ins Stadion bringen. Und ich finde, das hat die Truppe um Fiel
dieses Jahr schon wesentlich besser gemacht als die Jahre davor. Mein Problem, Chris, und da würde ich ganz gerne mal mit dir drüber sprechen. Wir haben ja letzte Woche, ging es ja dann um Magdeburg, wo ich dich gefragt habe, müssen wir jetzt vor Magdeburg auch schon Angst haben? Ich meine, wir spielen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir reden ja nicht mal mehr von der ersten Liga, von der Elite-Klasse, sondern wir reden von der zweiten Fußball-Bundesliga und wir reden immer noch vom ersten FC Nürnberg. Aber mittlerweile ist ja schon so, dass man Magdeburg, muss man Angst haben, St. Pauli keine Chance mehr, Hamburg keine Chance, Schalke keine Chance, Berlin keine Chance, um nur mal jetzt 5 Vereine aufzuzählen. Also Martin sagt es ja immer und du hast es ja auch bestätigt, der Club ist eine mittelmäßige Zweitligamannschaft und das bestätigt das Ganze ja auch. Aber wie kommt man denn da raus, dass man zumindest wieder mit diesen Vereinen, das ja auch große Vereine sind, zumindest von der Geschichte her wie der erste FC Nürnberg, dass man da zumindest in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder mithalten kann. Ich rede ja jetzt gar nicht mehr von dem VfB Stuttgart oder von Bayern München, Dortmund, Leverkusen, wie sie heißen. Brauchen wir uns wahrscheinlich in meinem Alter nicht mehr drüber unterhalten. Das Thema wird durch sein, dass man da mal nochmal irgendwo mit anstinken kann. Aber ich möchte zumindest in der zweiten Fußball-Bundesliga diese genannten Vereine, und da gibt es ja noch 3, 4, 5 Vereine mehr, wenn die kommen und der Club verliert, wo es dann wieder heißt, naja, aber das war ja jetzt auch, gegen den kann man schon mal verlieren. Da ist die Entwicklung und die Denkweise meiner Meinung nach nicht die richtige, Chris. Und da würde mich deine Meinung zu interessieren. Ja, Denkweisen und Wünsche sind das eine, Realität ist das andere. Und weil du sagst Aufbruchstimmung von Sponsoren, also ein Sponsor kann keine Aufbruchstimmung erzeugen. Das ist immer so, Aufbruchstimmung erzeugt einzig und allein die Mannschaft. Wie sie Fußball spielt, reißt sie die Leute mit. Und eins muss man ja trotzdem sagen. Ja, also, die Aufbruchstimmung, Chris, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Aufbruchstimmung muss vom Verein kommen, also nicht von den Sponsoren bin ich bei dir, aber vom Verein kommen. Das geht los mit Transfers, das geht los mit Dauerkarten und so weiter. Also da geht es ja schon mal los, wenn so eine Saison losgeht mit irgendwelchen Top-Transfers, wo man sagt, jetzt kommt der und der und der Spieler, dann kommen die Zuschauer, kaufen Dauerkarten, machen die Hütte voll. Also das muss ja von Vereinsseite kommen, oder? Ich würde da nochmal widersprechen. Man muss immer das mal ein wenig einordnen. Der Club hat 21.500 Dauerkarten im Sommer verkauft und im Winter jetzt nochmal ein paar. Welcher Zweitligist? Gut, Schalke ist ja kein normaler Zweitligist. Und was du sagst, die ganz große Nummer Schalke. Den Schalkern, der geht der Arsch auf Grundeis, ob sie nicht absteigen. Ich rede von der Vergangenheit, also von dem Namen, von der Tradition her. Die Vergangenheit ist im Fußball, gerade im Sport, gibt es nur das Hier und Jetzt und keine Vergangenheit. Tradition schießt keine Tore. Okay, dann unterbreche ich dich aber nochmal, Chris. Entschuldige, aber das ist ja genau das Thema, was ich sage. Aber wenn Schalke kommt, verliert der Club. Das ist ja der Punkt. Wenn Schalke kommt, verliert der Club. Da ist Schalke dann wieder, ja, gegen Schalke kann man schon mal verlieren. Auch wenn sie danach wieder die nächsten 6, 7, 8 Spiele vielleicht nicht gewinnen. Aber wenn sie nach Nürnberg kommen, weil sie genau die Punkte sind, weg. Das ist doch der Punkt. Ja, und das meine ich ja. Wann kannst du denn mit diesen Vereinen mithalten? Aber genau das ist doch genau das Problem, was wir haben. Dass wir immer noch in Tradition denken und träumen. Wir können uns für Tradition nichts kaufen. Wir können auch keine Punkte kaufen. Wir können nicht sagen, Schalke hat genauso eine gute Tradition wie wir und deswegen sind die auch genauso gut wie wir. Nein, sind sie nicht. Das habe ich schon verstanden, aber gegen diese Vereine können wir sportlich nicht mithalten in der zweiten Liga. Und da frage ich mich, warum nicht? Doch, können wir. Doch. Wir stehen weit vor Schalke. Schalke hat 3 Punkte bis zum direkten Abstiegsplatz. Ja, das mag ja sein, aber wenn wir gegen Schalke direkt spielen, lass mir die Punkte weiter. Das ist doch egal. Die Fans sagen, wir können dann verlieren gegen Schalke. Nein, müssen wir überhaupt nicht verlieren. Wir verlieren doch nicht gegen eine Tradition, sondern gegen eine Mannschaft, die dieses Jahr noch schlechter performt als viele andere Mannschaften und die wollten oben mitspielen. Denen geht es so wie uns die letzten Jahre, wo wir auf einmal da waren. Okay, dann vergesst doch mal Schalke. Martin, dann vergesst doch mal Schalke, aber dann, wie gesagt, Berlin zum Beispiel, die Hertha. Oder HSV, St. Pauli, alles Vereine, wo der Club nichts mehr reißt in der zweiten Liga. Ja, aber das sind doch Vereine, die sich weiterentwickelt haben, im Gegensatz zu uns. Ne, und HSV würde ich auch nicht als Beispiel nehmen. Wenn ich mit dem Etat und mit dem Geld, was ich habe, 5 Jahre in der zweiten Liga kicke, da würde ich mich schämen. Chris, ich habe dich unterbrochen. Hertha ist eigentlich, die sind finanziell, die sind total am Hund.
Also die würde ich auch nicht... Die haben 300 Millionen verbrannt in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren. 300 Millionen vom Windhorst. Also, aber was, schon mal, wir haben doch in Nürnberg, und das ist doch eine der größten, sage ich, Pfründe, die der Club hat, ist diese Begeisterung, und da widerspreche ich dir, Aufbruchstimmung. Jetzt nach dem Magdeburg-Spiel, ich habe mal diese sozialen Medien, ich habe es auch in meinem Bekanntenkreis, da wird auf die Tabelle geguckt und dann heißt, der dritte Platz ist gar nicht mehr so weit weg. Naja, und das macht doch den Club aus. Ich meine, in dem Jahr spielen sie doch wirklich ordentlich Fußball, vor allem in der Hinrunde waren tolle Spiele dabei, wo man Spaß hatte, reinzugehen. Aber gehen wir doch mal 1-2 Jahre zurück. Was waren da für Spiele dabei? Vom Zuschauen, ich rede gar nicht, ob die gewonnen haben, sondern es war ja furchtbar teilweise. Und trotzdem kommen beim Club, hat er einen Zuschauerschnitt über 30.000. Welcher Zweitligist? Hertha traditionell, Schalke hat einen riesen Zuschauerschnitt. Aber das ist doch damit hebt er sich doch schon mal deutlich ab. Und das 30.000 Zuschauer, da gibt es Erstligisten die träumen auch davon. Christa, da bin ich ja komplett bei dir, da habt ihr ja auch beide vollkommen recht. Aber nochmal, und ich träume jetzt nicht hier vom Aufstieg, ich habe das auch gehört mit diesem nächsten Sieg und dann sind wir vielleicht wieder bei der Musik mit dabei. Da will ich auch gar nicht drauf hinaus und ich will auch gar nicht drauf hinaus, dass jetzt St. Pauli, Hamburg oder die genannten Vereine bessere Vereine oder besser dastehen wie der erste FC Nürnberg, wenn Hertha 300 Millionen Schulden oder 300 Millionen verbrannt hat. Das meine ich nicht. Und dass der HSV innerhalb der letzten Jahre mit der Kühne Million nichts auf die Kette bekommt und nicht hochgeht, bin ich komplett bei dir, Martin, bin ich komplett bei euch. Aber wenn man so schaut, gegen diese Vereine haben wir weder in der Saison noch in der letzten Saison Punkte geholt. Und wenn ich diese Punkte hole oder diese Punkte geholt habe, wie du auch gerade mit Kaiserslautern gesagt hast, das Spiel hätte man im Pokal nicht verlieren müssen, dann wäre jetzt nochmal dieses Special Event gewesen, wo dann vielleicht nochmal Aufbruchstimmung kommt. Ich nenne es jetzt einfach mal Aufbruchstimmung. Ich will darauf hinaus, dass ja scheinbar nur so ein paar Stellschrauben oder so ein paar kleine Rädchen fehlen, dass man auch gegen solche Vereine gewinnt. Und jetzt mal angenommen, da hast du dann nochmal die paar Punkte, die du nicht geholt hast, dann steht der Club ja tatsächlich anders da, als er im Moment dasteht. Fakt ist aber im Moment, dass wir gegen solche Vereine spielen und dann heißt es immer, und das ist das, was ich meine, und das ist das, was mich ärgert, das heißt, naja, jetzt gegen St. Pauli, was hast du denn erwartet? Gegen HSV, was hast du denn erwartet? Gegen Schalke, was hast du denn erwartet? Damit komme ich nicht klar. Nico, aber genau das ist es doch. Das ist es doch. Uns fehlt die Qualität. Vielleicht kriegen die Jungs, die wir in der Truppe haben, dann Hosen flattern, wenn sie sagen, oh, wir müssen gegen Hertha BSC spielen, wir müssen gegen Schalke spielen. Weil sie selber einen Albtraum haben, oh, das waren ja große Vereine mit Tradition und scheißen sich davor in die Hose. Ja, das ist ja das Problem. Vielleicht ist unsere Mannschaft im Kopf noch nicht so weit und sagt, boah, wir können eigentlich auch gegen die Großen gewinnen. Ne? Das ist ja nochmal, das ist ja unsere Qualität. Ne? Und dass diese Vereine, die personell wesentlich besser bestückt sind als unsere Mannschaft, ja, auch nicht so gut dastehen oder nicht so dastehen, wie sie es gerne hätten. Das sagt ja, dass in dieser zweiten Liga vieles drunter und drüber geht, dass da jeder mal jeden schlagen kann. Aber wenn du konsequent dein Ding durchziehst und spielst, ja, und deine Leistung konstant bringst, dann wirst du auch oben mitspielen. Das zeigt uns Kiel, das zeigt uns St. Pauli. Ja, und wir haben jetzt zum Beispiel eine große Mannschaft, die auch sehr gut bestückt ist von der Mannschaft, Hannover 96. Die schaffen es auch nicht regelmäßig. Die sind immer wieder oben dran und wenn es drauf ankommt, verlieren sie wieder, spielen wieder unentschieden. Das ist eigentlich für mich eine Mannschaft, die auch da ganz oben hingehört. Aber nein, sie bleiben auf 4, 5, 6, kommen auch nicht oben ran, weil sie nicht konstant sind. Und das ist unsere Mannschaft auch nicht. Und dann gewinnen wir mal in Magdeburg, verlieren wieder zu Hause gegen Schalke, gewinnen dann aber in Kiel. Das ist ganz komisch, das ist halt verrückt. Wir sind halt nicht konstant genug und die konstanteste Mannschaft ist nun mal hier Kiel und St. Pauli. Das sind die beiden Mannschaften, die wirklich konstant spielen. Die haben vielleicht mal ein Loch über 1-2 Spiele, aber spielen dann konstant sauber ihren Stiefel runter und das auch auf einem guten Level. Und das zeigt auch, dass diese beiden Mannschaften da oben sind und die sind zu Recht da oben und die werden auch für mich beide aufsteigen und die anderen können sich dahinter um den Platz schlagen, wie sie lustig sind.
Aber Pico, ganz kurz, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst das Selbstverständnis wahrscheinlich. Und ich würde es gar nicht immer auf so einzelne Duelle runterbrechen, aber ich würde auch, weil der Martin, der sieht da eine sehr gute Saison. Also da bin ich auch nicht bei Martin. Der Club muss von Haus auf schon, also die Erwartungshaltung, die er an sich stellt, also es ist nicht so, dass der Club jetzt mit einem Mini-Etat wie Elversberg oder mit einer kleinen Mannschaft und ein kleiner Verein ist, wo man sagt, geil, wir haben da einen Punkt geholt, wir haben da einen Punkt geholt. Da bin ich schon auch eher beim Pico, weil du musst sehen, Kiel, weil du das nennst, ne, Kiel hat im Sommer einen riesen Umbruch. Der Trainer hat auch, Kiel hat ja, war für eine Spielweise ähnlich wie Magdeburg, sehr, sehr technisch, sehr viel auf Kombinationen, war ja auch immer Kiel, sterben in Schönheit, kommt zu wenig rum. Und er hat gesagt, der hat ja auch die Leute anders geholt, hat ein paar weggeschickt, ein paar wurden ihm auch weggekauft, ein Rese ging weg, und der hat gesagt, wir müssen unseren Spielstil verändern. Und der Club hat ja gezeigt gegen in Kiel, das war ein tolles Spiel vom Club, ein souveränes Sieg. Und das, glaube ich, meint der Pico, das verstehe ich schon aus. Man kann nicht sagen, oh ja, ist ja gut und wir haben jetzt nicht so die Qualität. Nee, da muss schon auch, denke ich mal, das ist schon richtig, dass man als Club sagen muss, ja, also ich finde, man kann mit der Saison bei allen positiven Ansätzen nicht zufrieden sein. Weil Kiel hat auch keine Übermannschaft. Also das ist jetzt von der individuellen Klasse. Ich bin bei dir. Der HSV muss total unzufrieden sein. Schalke mit der Mannschaft, mit der individuellen Klasse, die müssen sich in Grund und Boden schämen. Hertha, ähnlich gut, die haben auch den Abstieg, haben auch haben auch viel Qualität verloren, da war viel Umbruch. Ich finde, die machen es eigentlich gar nicht so schlecht. Für das, was da bei denen alles los war, dann ist der doch die Führungsfigur, der Bernstein, einer, der den Verein ja umgekrempelt hat, auch das stirbt plötzlich. Das sind ja alles Ereignisse, die ja auch ein Stück weit in die Mannschaft mit reingehen. Also ich finde, die machen es gar nicht so schlecht. Ja, also für das, was da alles los war mit den Schulden und wo die Frage war, kriegen die überhaupt die Lizenz? Die machen es nicht schlecht, aber ich bin da auch schon beim Pico, das muss man halt so austarieren. Man muss schon die Erwartung, der Club muss die hochhalten und da bin ich auch, man kann nicht sagen, oh ja, die waren nicht so gut und haben wir keine Chance gehabt. Also ich bin da auch so zwiegespalten. Einerseits habe ich schon verstanden, dass man den nicht ins offene Messer rennt, aber wenn ich das Hinspiel sehe, bis zu diesem 3:1 war das ja war ein tolles Fußballspiel. Der Club hat die richtig gefordert und ist halt nach dem 3:1 hat er sich noch zwei Tore, weil er ganz blindlings nach vorn gerannt ist. Aber ich fand schon, man kann vom Club schon erwarten, dass du auch einen Spitzenreiter wie St. Pauli ein Stück weit mehr forderst und mehr Mut zeigt. Und das war, finde ich, kann ich schon verstehen, wenn der Fans, es ist zu wenig. Und das kann man auch als Club, kann man immer sagen, ah ja, die sind so viel besser und die sind besser. Nee, also ja, der Club hat es bewiesen in ein paar Spielen und andererseits bin ich jetzt dann auch wieder bei dir, sage ich, das Leben ist immer, es gibt Grautöne, es gibt nicht schwarz und weiß und diese Konstanz kann man ja sagen, Mensch, hätten wir doch gegen Lautern und da noch den Punkt, ja, stimmt alles, aber jetzt sind wir wieder, was du sagst, Konstanz und Konstanz ist immer ein Ausdruck von, auch ein Stück weit von Qualität, aber ich bin auch wieder beim Pico, das sind nicht die riesen Stellschrauben, das ist St. Pauli hat es ja vorgemacht. Die waren Abstiegskandidat, kam ein Trainer, der da irgendwas bewegt hat, der die genau die richtige Spielphilosophie für diese Mannschaft gefunden hat. Und auf einmal sind die ein Jahr ungeschlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Club auf Jahrzehnte lang, dass man sagt, oh, nie, die haben nie eine Chance. Und jetzt, was du auch sagst, Martin, glaube ich, wenn du ein, zwei vielleicht tolle Transfer machst, so irgendein Führungsspieler, like Erwin, der muss auch jetzt nicht qualitativ sein, dass du sagst, oh, der ist jetzt nah an irgendeiner deutschen Nationalmannschaft, sondern das Gesamtpaket, da kann im nächsten Sommer, plötzlich kann auch der Club nächstes Jahr einen Aufstieg vorne mitspielen, ist möglich, aber du musst diese Schrauben, das ist das Schwere, die musst du halt drehen aber, finde ich auch, als Club musst du das immer versuchen und auch erwarten können.
Weil du kannst nicht sagen, es ist eine tolle Saison. Und wenn du siehst, du schwebst im Dunstkreis von Elversberg und Wien Wiesbaden. Also wie gesagt, gute Ansätze fand ich in der Saison. Aber zufrieden, wir sind ja noch nicht am Ende der Saison. Jetzt muss man mal sehen, wie es herausgeht. Vielleicht sagen wir in 5 Wochen, oh, tolle Saison. Club, jetzt kommen zwar lauter schwere Gegner, aber auch da hat der Club ja gezeigt, er kann die schlagen. Oder wir sagen in 5 Wochen, um Gottes Willen, was war denn da los? Weil wenn du weiter so spielst wie gegen St. Pauli, so mutlos, dann glaube ich, wird keiner am Ende der Saison zufrieden sein. Dann werden wir auch nicht mehr viele Punkte holen. Ne? Aber nein, aber das ist alles richtig. Aber du hast recht, mir fehlen einfach in so einer Mannschaft beim Club, um wirklich oben wieder anzuhören, 2, 3 Persönlichkeiten, die wir in der Mannschaft haben, die wir brauchen, wo man auch auf dem Platz sieht, jeder von außen sieht, oh, da sind 2 auf dem Platz, die bestimmen, die organisieren, die machen. Und das haben wir halt nicht. Wir haben halt im Moment sehr viele Indianer und noch keine Häuptlinge. Darf man das heute noch sagen, Indianer und Häuptlinge? Ich hoffe schon. Ist auch egal. Aber nochmal, ich glaube schon, dass wir gut Qualität, wir haben Qualität im Kader, aber wir können sie noch nicht dahin leiten mit so 2, 3 Personen, die noch ein bisschen Qualität mitbringen und die sie dann auf dem Platz bündeln und zu richtigen Zeitpunkt einsetzen. Ich habe nicht gesagt, unsere Mannschaft ist schlecht, aber uns fehlen so ein bisschen, so 2, 3 Dinge, wo es einfach dann weiter nach vorne geht. Und das ist auch zum Beispiel die Sicherheit und die Ruhe, die ein Jeltsch jetzt hinten reinbringt. Ich finde das sehr gut. Wenn er einen zweiten Partner noch daneben für die neue Saison findet, rechts, links, Verteidiger, das kriegen wir auch alles hin. Und dann muss man sehen, dass man vielleicht im Mittelfeld wirklich nochmal einen findet, der top ist, der vielleicht auch als Persönlichkeit dasteht, der auch die jungen Spieler wie Kastrup einfach in gewissen Dingen zurückhält, ne, und dem beibringt, dass man halt nicht überall reingrätschen muss, sondern dass er diesen Spieler dann führen kann. Weil ich finde, Kastrup ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber man hat jetzt auch gegen St. Pauli gesehen, er hat sich zurückgehalten in den Zweikämpfen. Und das ist das, was ich auch bei der letzten Sendung gesagt habe. Das ist jetzt ganz wichtig für Kastrup. Das ist so ein Wendepunkt. Er muss genau lernen, wie kann er seine Aggression oder Aggressivität einsetzen, ohne ständig einen Foul zu spielen, dass es sofort Geld gibt, dass es Gelb-Rot gibt. Und das sind jetzt so Dinge, wo sich in der nächsten neuen Saison auch entscheiden wird, machen sie den nächsten Step nach vorne oder nicht. Und davon haben wir jetzt Goller. Wenn er 2, 3 Abschlüsse besser macht, dann ist das für ihn auch die nächste Stufe. Ja? Und das ist etwas, wo sie sich jetzt verbessern müssen. Und vielleicht brauchen sie 1, 2 Spieler, die das auf einmal ansprechen, die mit dem Jungen klarkommen, die ihn führen können. Und dann ändert sich alles und ruckzuck hat man 5, 6 Punkte mehr und ist dann wieder im Dunstkreis vom Platz 3 oder 2. Das ist alles möglich. Chris, jetzt nageln wir den Martin mal an die Wand. Indianer ist übrigens, glaube ich, heutzutage darf man nicht mehr sagen, aber hier bei uns darfst du es immer sagen. Aber Martin, beziehungsweise die Frage an Chris. Martin sagt vor ein paar Minuten, der Club ist scheinbar noch nicht oder die Mannschaft ist scheinbar noch nicht so weit. Ich habe ein paar Sendungen voraus, oder eigentlich in jeder Sendung mehr oder weniger gesagt, warum hält der Club nicht einfach mal die Jungs zusammen und baut so nach und nach was auf? Die Gründe kennen wir und die habt ihr ja mehrfach argumentiert. Aber Martin, wenn du sagst, der Club ist scheinbar noch nicht ganz so weit und wir wissen, dass der Club jetzt vor einem großen Umbruch steht und wieder eine komplett neue Mannschaft aufbauen muss für die kommende Saison, dann ist er auch in der nächsten Saison nicht so weit, sondern er wird in der nächsten Saison wahrscheinlich noch schlechter dastehen als im Moment mit den 3, Kastrup, Braun und Uso. Und ich muss die 3 immer wieder nennen, weil sie sind einfach scheinbar gerade die Ausnahmespieler beim 1. FC Nürnberg. Und die werden wir, werden wir auch Kastrup verlieren. Aber sei es drum, du sagst, der Club ist noch nicht so weit, dann ist er auch nächste Saison nicht so weit, sondern ganz im Gegenteil. Ja, Moment, also es sind 200.000-300.000 Fußballer in Deutschland, die gerne auch für einen Club spielen. Ja, aber da musst du doch erstmal einspielen, das geht ja nicht von heute auf morgen los. Einspielen. In der Sommerpause werden 10 Spieler hier überall gewechselt, die müssen alle sofort funktionieren. Mit diesem Einspielen ist doch völliger Humbug. Ich muss mich 3 Monate einspielen. Diese Zeit haben wir nicht. Jede Mannschaft muss sich 3 Monate einspielen.
ja, wenn wir, dann müssen wir 3 Monate Pause machen, damit die sich alle einspielen können. Nein, wir werden neue Spieler bekommen. Wir werden welche verpflichten, die sofort funktionieren, wo alles passt, ja, die gut spielen werden. Wir werden einige Spieler vielleicht haben, die Sprachprobleme haben, die nicht sofort zurechtkommen, weil sie aus dem Ausland kommen. Und natürlich, es wird alles geben. Wir werden im nächsten Jahr wieder sehr wahrscheinlich 10 neue Spieler sehen und wir werden wieder 5 haben funktionieren, 3 haben Probleme, 2 sind verletzt. Wir werden, das hat aber jeder Verein. Das ist ja nicht nur das Schicksal des 1. FC Nürnberg, das hat jeder Verein. Und das werden wir auch haben und wir werden das meistern. Und ich hoffe, dass wir einfach mal wieder so ein Quäntchen Glück haben, dass auf einmal nicht 5 funktionieren, dass von diesen 10, 7 funktionieren. Und urplötzlich hat man einen super Kern in der Truppe und dann werden die anderen mitgezogen, neue Impulse kommen aus dieser Mannschaft. Dann wird auf einmal Action auf dem Platz. Diese Action vom Platz geht auf die Tribüne. Die Fans sind auf immer wieder in Action. Genau das sind diese kleinen Punkte, wo du sagst, boah, jetzt kommt wieder Euphorie. Aber das können wir jetzt noch gar nicht erahnen, wie das ist. Das ist einfach situationsbedingt. Die Saison jetzt nochmal, ich stehe zu dieser Saison, die gefällt mir wesentlich besser als die letzten 3. Und ich finde, die machen das ordentlich. Und jetzt müssen die einfach Schritt für Schritt weiterkommen und nicht ständig jetzt auf diesem Level verharren. Chris, der Martin sagt, der Club muss mal wieder ein bisschen Glück haben. Glück, glaube ich, hat er mit den, zumindest mit Brown und mit Usun mehr als genug gehabt. Und wenn diese Transfers so über die Bühne sind, dann kommt, wie gesagt, hier richtig gutes Geld rein. Also ich glaube, da muss ich bezüglich Glück der 1. FC Nürnberg nicht beschweren. Wie siehst du das, wenn jetzt dieser große Umbruch kommt? Sind es dann wirklich diese Spieler, die da neu dazukommen, die der Club dann eben holen wird? Es gehen ja nicht nur die genannten Spieler, sondern wird ja der ein oder andere Vertrag, der ausläuft, auch von älteren Spielern nicht mehr verlängert. Also das heißt, es wird einen großen Umbruch geben. Siehst du es auch so, dass das dann so nahtlos in der Sommerpause kommen, die neuen Spieler, ein paar Trainingseinheiten und dann läuft es auf einmal wie bei St. Pauli? Also ich glaube ja, wir reden von einem riesen Umbruch, aber der Kern bleibt ja zusammen. Also ich sehe den Castrop jetzt noch nicht unbedingt weg, auch weil ja die Finanzen vom Club so gut sind, dass du den nicht verkaufen musst unbedingt. Allerdings aber ist ein Spieler, der weg will, Chris, und da sagst du immer, ein Spieler, der weg will, den, wenn du hältst, macht keinen Sinn. Also, dass der Castrop weg will, da macht er keinen großen Hehl draus. Aber er wollte ja, der Castrop wollte ja im Sommer auch schon weg. Also wenn Castrop, wenn dann natürlich einer kommt und legt die Taler richtig auf den Tisch, dann musst du das auch machen. Alles andere wäre dem Verein gegenüber. Aber die Schmerzgrenze in Castrop gehen zu lassen, ist halt, kann finanziell relativ hoch sein durch die Einnahmen, die du jetzt hast. Aber es gibt eine Summe, selbst Bayern München, die haben auch gesagt, Lewandowski bleibt bei uns. Und als dann irgendwann die 40, 50 Millionen auf dem Tisch gelegen sind, hat auch Bayern München gesagt, okay, nächstes Jahr läuft der Vertrag aus, der ist 34, also geht man her. Also es gibt immer in diesem, beim Sport irgendwo eine Schmerzgrenze. Und wenn einer nicht da bleiben will, wie gesagt, Castrop hat ja auch geliebäugelt mit einem Wechsel. Das habe ich auch schon mal, ich glaube, das Thema hat man auch schon mal. Nehmen wir an, der will weg, der Club sagt aber, du, die wollen nur 1,5 zahlen, wir wollen aber 3 und die bewegen sich nicht. Du bleibst jetzt bei uns und spielst. Also von der Art, wie Castrop Fußball spielt, von seiner Persönlichkeit her, der wird jetzt nicht sagen, oh scheiße, jetzt muss ich da bleiben und spielt nicht mehr richtig. Also das, weil er würde sich auch ins eigene Fleisch schneiden. Also, aber ab einer gewissen Summe musst du ihn hergeben, aber doch zurück zu diesem Riesenumbruch. Natürlich wird es jetzt, die Situation, die du jetzt hast, ist eine schwierige und da beneide ich die Verantwortlichen nicht, weil auch die Erwartungshaltung ja im Umfeld eine andere ist. Du bekommst viel Geld, Usun, Castrop, wenn er denn geht, Brown hast du wirst vielleicht, und da ferner, schätze ich mal, wirst du auch verkaufen können, du wirst auch nochmal 500.000, 600.000 Euro kriegen. Also du wirst eine gute Einnahme haben und die Erwartungen sind natürlich schon im Umfeld. Jetzt müssen ein paar gute Spieler kommen, damit wir nächstes Jahr vorne mitspielen. Zunächst mal musst du ja auch sagen, du verlierst einen Mann, der 13 Tore gemacht hat. Und der so ein bisschen, das wird alles gar nicht so leicht.
und das in Verbindung mit der Erwartungshaltung. Und da bin ich dann wieder bei Martin, wenn du da genau die richtigen Spieler findest, dann ist das auch das Einspielen. Ein guter Fußballer, die verstehen sich, da brauchst du nicht ein Jahr eingespielt sein. Die Automatismen, das läuft relativ, das geht. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass du Erfolg hast. Das sorgt für Selbstvertrauen und dann hast du eben auch diese Ballsicherheit. Und das System, das der Clubspieler, das auch irgendeine andere Mannschaft spielt, das ist jetzt keine Atomphysik. Also als Fußballer weiß ich doch, was da verlangt ist. Der Club will, hat man jetzt am Wochenende überhaupt nicht gesehen, die wollen rauskombinieren, wollen über die Flügel spielen, wollen Ballbesitz haben und dann werden sie die entsprechenden Fußballer holen und dann wird auch derjenige, der da kommt, weiß, auf was er sich einlässt oder was von ihm verlangt sein wird. Also ich sehe das Einspielen jetzt auch nicht als das ganz große Problem. Ich sehe es halt, wie es der Martin, und brauchst jetzt wirklich ein gutes Händchen. Wie gesagt, du musst 13 Tore auffangen, das ist auch nicht so leicht. Welchen Spieler holst du, wenn du einen holst, der dir, sagen wir mal, garantiert 10, 11, 12 Tore macht? Der ist richtig teuer und ja, und dann muss er auch wieder in die Mannschaft passen. Ich sage jetzt mal einen Terodde, der ja auch bei Schalke eine gewisse Torgarantie hat, aber jetzt nehmen wir an, würde ein Terodde zum Club passen im Augenblick? Weiß ich nicht. Die Spielweise ist ein bisschen anders. Klar, der ist im 16er sehr abgebrüht. Ein Glatzl wäre toll, weil der sehr beweglich, sehr viel läuft, sehr viel ausweicht, auch teilweise ins Kombinationsspiel mit eingebunden sein will. Ja, aber du wirst keinen Glatzl kriegen. Ne? Aber du musst halt, und da, ich habe die Spieler, wo der Club jetzt schon sicher hat, ja, da ist viel Fantasie drin, die können sich steigern, das sind junge Spieler, denen alle viel zutrauen und das ist, finde ich, auch ein interessanter Weg. Und wenn die einschlagen, ja, warum nicht? Und ich rede jetzt auch noch gar nicht vom Aufstieg, aber wenn du jetzt an die Saison, ich bin ja auch bei Martin, ich sage ja nicht, es war schlecht eine Saison. Ich sage nur nicht, es ist eine sehr gute. Es waren gute Ansätze da, vor allem die Hinrunde, die Spiele haben Spaß gemacht. Dieser Faden ist leider ein Stück weit verloren gegangen, auch wenn man jetzt vom ansehnlichen Fußball, ich rede jetzt gar nicht nur so von den Ergebnissen, aber an die Hinrunde, an diese tollen Spiele muss der Club, wenn er da anknüpft, und sehe ich das gar nicht so pessimistisch. Aber nochmal, ist eine verdammt herausfordernde Ausgangslage im Sommer von 1. FC Nürnberg. Hoffen wir, dass der 1. FC Nürnberg den Trainer behalten kann. Christian Fehl hat ja noch Vertrag, aber wir wissen auch, wie schnell das sowas gehen kann. Ich glaube, das ist ein absoluter Glücksgriff, dieser Trainer. Da würde mich noch mal ganz kurz eure Meinung zum Abschluss interessieren. Martin. Ja, ich denke, Fiello hat sich über die zweite Mannschaft, er hat es ja schon mal eigentlich versucht in der Profimannschaft, hat da nicht so ganz funktioniert, ist dann noch mal zurück zu den Basics gegangen, hat die zweite Mannschaft vom Club gemacht, hat sich da weiterentwickelt und ich denke, er macht das jetzt sehr, sehr gut und ich bin damit zufrieden. Als Typ ist er, glaube ich, auch sehr, sehr akribisch, ein Wahnsinniger an der Außenlinie, aber er muss natürlich sich weiterhin auch entwickeln, er muss ein bisschen Glück haben mit der Spielerwahl, die er hat oder bekommt und dann, glaube ich, wenn er sein Konzept durchzieht und immer wieder Spieler herausbringt. Er hat ja, wie gesagt, er hat einen Schleimer, wie gesagt, über die zweite Mannschaft wieder eigentlich zum Fußball zurückgebracht. Der war eigentlich schon weg. Ne? Also nochmal, ich glaube, dass er Spieler auch entwickeln kann und dass er mit denen arbeitet. Ich bin mit ihm sehr zufrieden. Aber wie gesagt, das kann in 5 Wochen spielt er ein neues System und das funktioniert überhaupt nicht. Dann wissen wir doch genau, so schnell geht es wieder in die andere Richtung. Dann schimpfen wieder alle draußen, dann schimpfen wir. Ich glaube, er macht das im Moment sehr gut. Er ist ein vernünftiger Mann an der Linie. Er arbeitet sehr viel, lässt guten Fußball spielen, meiner Meinung nach. Und mir macht es im Moment Spaß. Im Moment vielleicht ein bisschen weniger, wenn wir so defensiv spielen. Aber wie gesagt, wie Chris auch eben gesagt hat, in der ersten Serie, wir haben Tempo gespielt, wir haben vorne angegriffen, es war Action auf dem Platz. Und da sind ja die Zuschauer auch zurückgekommen, weil es auf einmal wieder Spaß gemacht hat, da zuzuschauen, weil was los war auf dem Platz. Und ich finde, es läuft sehr gut. Und wir hoffen, dass es so weiterläuft. Und ja, vielleicht geht es jetzt einfach mal Stufe für Stufe wieder ein bisschen bergauf.
Es sind zwar langsame Schritte, aber mein Gott, auch das zählt. Ja, ich würde vieles, würde ich alles unterstreichen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde ihn, er tut dem Club wirklich gut. Er ist ein Typ und das ist ja auch schon mal sehr wichtig. Es ist, er hat eine klare Vorstellung, wie er Fußball spielen lassen will. Alles das, was ich will, wiederhole jetzt nicht das, was der Martin gesagt hat. Du hast eine klare Handschrift erkannt und so weiter. Und dass das natürlich, dass man immer mal wieder sagt, oh, in dem Spiel, das hätte ich jetzt ganz anders gemacht. Ja, das ist halt, das ist eine ganz normale Sache. Und als Trainer ist es ja auch immer so, ist ein schönes Beispiel, du wechselst zwei ein und der eine schießt, legt es auf und der andere schießt das Tor. Und dann heißt, boah, der Trainer, ne, glückliches Händchen und hat alles richtig gemacht. Auch als Trainer, das sind so viel Kleinigkeiten, die da abhängig sind, ob du jetzt das Spiel gewinnst und ein Trainer gewinnt und verliert. Vielleicht mal gibt es Spiele, wo ein Trainer tatsächlich ein Spiel gewinnen kann oder auch verlieren kann, wenn er was ganz Verrücktes macht. Aber wie gesagt, der tut dem Club gut. Er ist beliebt im Verein. Er ist, glaube ich, auch nicht so leicht zufriedenzustellen. Er ist einer, der immer anstachelt, aber der auch mal wieder den Fuß vom Gaspedal nimmt und auch die Jungen fördert. Also ja, also ich sage auch, das ist ein guter Mann und genau an der für den Club auch der richtige Trainer im Augenblick. Aber auch das muss man natürlich sagen, wir haben es ja alle schon erlebt, wie schnell sowas immer gehen kann auch. Ja, aber ich hoffe, dass er auch mal, wenn wirklich mal so eine richtige längere Delle kommt, dass der Club ihm dann diese Rückendeckung gibt, die dann auch irgendwann begrenzt ist. Wenn du als Trainer kannst du irgendwann mal die Kabine verlieren, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Aber das ist ja überhaupt nicht absehbar im Augenblick. Und ja, macht einfach einen richtig guten Job.